So, willkommen nun zu den Kurzhantelübungen für diejenigen, die sich eine Kurzhantel mit nach Hause genommen haben. Als erstes, wir gehen das Ganze so wie bei den anderen beiden Klein-Equipment-Variationen alphabetisch durch. Das heißt, wenn ihr irgendwo eine Übung sucht in diesem Video, dann könnt ihr durchseppen und euch genau anschauen oder genau die Stelle finden, an der der entsprechende Buchstabe ist. Wir fangen eben mit C an, Clean and Jerks. Das heißt, ihr nehmt eine Hand, um die Hantel aufzuheben. Es ist, wenn da nur Clean and Jerk steht, frei. Es bleibt euch frei, ob ihr da Squat Cleans macht, Power Cleans, was auch immer. Oder für den Jerk dann natürlich Strict Press, Push Press, Jerk. Genau. Wichtig ist, die Kette einzuhalten. Das heißt, als erstes folgt die Beinbewegung und erst wenn die Beinbewegung vollständig abgeschlossen ist, folgt die Armbewegung und erst dann, wenn ihr vollständig steht, folgt der Jerk dazu. Genau. Es ist durchaus möglich, dass vorgegeben ist, ob das ein Power Clean oder ein Squat Clean sein sollte oder ob das ein Jerk oder eine Push Press ist. Meistens ist es aber eher offen gehalten. Dann kommen die Cluster. Ein Cluster ist nichts anderes als ein Clean plus ein Thruster. Also Squat Clean, gleiches Prinzip wie bei Clean and Jerk. Und am Ende der Bewegung folgt mehr oder weniger eine Push Press direkt in einem durch. Also Hintern geht unter Knie zwischenzeitlich. Und zwar jetzt, Hintern unter Knie. Und am Ende der Bewegung drücken wir die Hantel in einer Bewegung über Kopf. Danach folgt die Devil's Press. Eine Devil's Press ist nichts anderes als ein Burpee Swing. Genau, ihr könnt es jetzt beidhändig machen oder alternating einhändig, je nachdem, was gerade vorgegeben ist. Auf, einhändig hoch und über Kopf. Am Ende der Burpee-Bewegung schwingt sie die Dumbbell zwischen euren Beinen nach hinten, um sie dann sauber eng am Körper nach oben zu schwingen oder auch als vollständige Schwungbewegung. Genau, das wäre ein klassischer Snatch. Mehrere Variationen, was meistens euch freigelassen ist, ob ihr die eine oder die andere macht. Dann sind wir bei Goblet Lunges, also einfach die Kurzhantel vor dem Körper halten, entweder als Marshall oder so. Genau, so ist es vielleicht nicht so. Okay, und dann wieder nach hinten steigen. Und mit dem Knie, das nach hinten weggeht, den Boden berühren als Marker der untersten Position dieser Bewegung. Bitte macht es wirklich so, dass ihr nach hinten steigt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr die Übung knieschonender macht, ist deutlich größer beim nach hinten steigen. Danach sind wir bei Goblet Squats. Movement Standards wie bei jeder anderen Kniebeugenvariation. Ganzer Fuß gleichmäßig am Boden, Hintern muss unter das Knie. Und am Ende der Bewegung braucht man vollständige Streckung in Knie und Hüfte. Hang Snatches. Bei einem Hang Snatch ist die Ausgangsposition mit der Stange auf ungefähr Kniehöhe. Mit der Stange, sage ich, mit der Kurzhantel. Und wir bringen die Kurzhantel in einer Bewegung direkt über Kopf. Mit einer engen Körperpassage. Kettlebell Taters, beziehungsweise jetzt in dem Fall Dumbbell Taters. Man kann eine Kurzhantel auch schwingen, wie ihr feststellen werdet. Also Schwung der Kurzhantel nach vorne, dann zieht die Hantel zu euch. Und fangt die Hantel in einer Kniebeuge auf. Manmakers, bei einem Manmaker ist wieder ein Burpee Cluster einhändig. Den machen wir natürlich alternating fast immer. Einmal links, einmal rechts. Squat Clean, sodass die Hüfte irgendwann einmal unterhalb der Knie ist.
Hantel landet auf der Schulter und wird dann wieder in einer Bewegung über Kopf gebracht mit Kniebeuge zuerst vollständig abschließen und am Ende der Kniebeuge folgt diese Push-Press-Bewegung. Danach Snatches, ein Klassiker, Dumbbell Snatches, ihr bringt die Kurzhantel in einer Bewegung vom Boden über Kopf. Genau. Squat Cleans. Bei einem Squat Clean könnt ihr die Kurzhantel aufstellen, sodass nach oben zeigt. Das ist dann die Ausgangsposition für euren Squat Clean. Ihr hebt die Hantel an, zieht es nach oben und fangt es wieder in der Kniebeuge auf. Gut. Und zu guter Letzt folgen dann noch Thruster. Das heißt, Ausgangsposition ist die Kurzhantel auf der Schulter. Am Ende der Kniebeuge folgt diese Push-Press-Bewegung. Gib sie eher auf die Schulter. Genau. Sehr gut. Ja, das waren dann die elfgängige Kurzhantelübungen. Und wir wünschen euch auch damit viel Spaß.